Hi ho und herzlich willkommen zurück zu Star Wars, also The Old Republic. Wow. Mit dabei natürlich wie letzte Folge auch. Maxwell the Gaming, wieder am Start und ja. Bevor wir jetzt. Moment. Jagd auf die Spionen machen. Muss ich noch kurz ein paar Einstellungen vornehmen, da wir ja letzte Folge das Update angekündigt hatten. Also nicht angekündigt haben, sondern gesagt haben, dass es rauskam und es gab wieder eine Veränderung, die ich gerade bemerkt habe. Ach, und zwar die Gefechtsgeschicke müsste ich neu erlernen. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, welche genau ich erlernt hatte. Deswegen werde ich mir ein paar neue aussuchen. 5 Punkte habe ich zur Verfügung. Ja. 2 fachkundig, 2 meisterlich, 1 Heldner. Das ist schon. Bitte? Kannst du lange töten? Fertig. Ha, mach was du möchtest. Ja, ich denke mal, der kann doch nicht mehr verteilen. Achso, doch. Na, tut mir leid. Das ist nicht. Das hatte ich auf jeden Fall. Das war. Das weiß ich noch, glaube ich. Bam. Ups, aber wartet. Ich komme nicht hoch. Hilfe. Hilfe! Nein, ich wollte nicht runterfallen. Ja. Musst du doch auch machen. Kann schon. Hat er schon, der kleine Mann, der hat er schon. Was für kleine Mann, du? Geht von dem deine Hose. Oh Mann. Du kleine Fratz, du. Ich muss die nochmal neu verteilen, ich brauche die Skills, Alter. Ohne Witz, ey. Ich habe einen Weg gefunden, ihre Anweisungen sogar noch zu übertreffen. Ich hoffe, es macht ihnen nichts aus. Ja, Alter, Apfel, ich brauche nicht einen Apfel. Boah, ey. Bleib ich huste, aber. Habe ich auch geklopft am Trinken. Nee, finde ich nicht okay. Nein? Ich hab. Was getrunken, warte. Ja, was soll ich niesen wieder? Ich schieben wir auf den Winter, ne? Oh ja. Yeah. Wen gehört eigentlich die Mission? Die hier. Ja. Ne? Die? Jagd auf die Spione, hatte ich gar nicht. Deine Quest? Nein. Doch. Ah, okay. Lol, er kennt seine eigene Quest nicht. Nee, ich habe gerade was anderes gesehen, deswegen. Ja, dann lass uns mal hier runter. Nee. Ach, das ist meine Hauptstory. Meine Hauptstory, du. Ach, du Hammel, Alter. Wie ich sowieso machen wollte. Das ist eine Hauptstory oder sowas. Ich finde Alina Haar. Komm her, das ist ja voll. Aber warte mal, doch, da kann ich. Doch, da gehe ich jetzt nur runter. Dann muss ich nicht die ganzen Gegner wieder klatschen. Ist ja doch mal eine gute Idee hatte, die meine Dame. Ich bitte dich, ja. Ich hab immer ja gute Ideen. Ich glaube, du hast auch den Husten wie ich. Ich habe mich nicht husten gehört. Schreibt's mal in die Kommentare, ob ihr mich husten gehört habt oder nicht. Also, ich höre dich husten, das ist nicht. Oh, schlecht. Oh, ist das schlecht. Jetzt lass mich nicht voran. Tschüss. Oh nein, nicht schon wieder gegen jemand. Oh, die du weh. Oh Mann, ich hatte der Fahrstuhl geht wieder runter, das fühlt mir ganz verpasst und du wieder stirbst. Du wieder mit der Batze. Das findet er wieder witzig, ne? Wenn ich sterbe, den Heiler. Ja, das findet er witzig. Alles klar, merke ich mir. Ich hab gedacht, wegen. Ja. Na gut, ich meine ja.
Moment. Wie schön gerade wird's ja mir, liebe ich. Also, Freunde, ich glaube, ihr habt jetzt auch viele ganzen Ladebildschirme oder so, wie ich. Sorry. Oh ne, da haut meine Gegner. Machst du das? Guck mal, machst du das? Die haben auch Gefühle. Langeweile. Nein, die haben auch Gefühle. Nee, nee. Ach ja, wir töten alle. Na gut, dann geh du mir dahin und freunde dich mit denen an. Ich freunde mich mit denen hier an. Ach, das nennt er also Anfreunden, ja, verstehe. Ja, du meinst es immer. Wenn wir uns ja kennengelernt, Alex. Weil es wird doch damals. Wisst nicht mehr. Schlimm genug. Oh nein, jetzt spring ich mir von den Kassen. Nein, aua, der ist auch zu viel. Aua! Ich hab auch nicht zu schubsen, ey. Bin ich jetzt hier richtig? Beim Arbeiten? Hier. Hä? Ja. Das ist nämlich euer Flüchtling ernst. Macht die Xela ihren Job gut, Alex? So. Was? Oh, Alter. Alter. Achso, Varro hat begonnen. Ne? Varro 4. Ach ja. Hast gesehen schon, du? Ja, aber du, Ich weiß nicht, warum einige so gestorben sind, wie Sarza und den Domi, aber okay. Und wie war das? Hm. Wie ist denn jetzt der Typ? Die Typ da. Du hast bist aber auch nicht mehr erkältet, nackig. Wer ist nackig? Nein, erkältet bist du. Alter. Seid vernünftig, Duke. Hallo. Euer Streben nach Frieden ist töricht und umgebracht. Lord Neferit will nur das Beste für das Haus Thule. Den bedingungslosen Sieg. Und ich soll dafür Organa verraten. Wer zum Himmel seid ihr? Ja, wer zum Himmel seid ihr? Ich bin gekommen, um euch vor Alena zu retten. Ihr seid in mein Heim eingedrungen. Wer ist hier am Essen? Wie viele Wachen habt ihr auf dem Weg umgebracht? Alle. Und du? Und jetzt wird er auch euch umbringen. Ich warne euch. Ups, ich bin bereit, euch zu töten. Lord Neferit hat mich für den Kampf gegen einen Jedi trainiert. Und was ist mit zwei Jedi? Wachen? Verteidigt den Duke. Okay, jetzt hat er auch was, Kira. Ich hab das Tüte genug von ihm. Mein Freund. Er steht da nur rum und macht ne. Ist klar. Ich hab gedrückt, aber okay. Meine Maus ist am Struggle. Ja. Fühlst du bereit, Silvio? So sagt mir wenigstens warum. Der Jede ist nicht euretwegen hier. Nein, nein. Aber das spielt doch keine Rolle. Niemand wird der Reinigung Lord Neferits entgehen. Ihr seid beide tot. Genau wie alle anderen im Frieden betteln. Da ihr die letzte Person seid, die markiert wurde, werdet ihr zuerst fallen. Ah, das stirbt mit Wachen. Und ja, ich kann natürlich nicht mehr die Aufnahme. Warum war ich noch kein Ziel bei unserem letzten Treffen mit Count Alde? Ich dachte, die Killix würden euch fressen. Okay. Ein Fehler, den ich jetzt korrigiert habe. Versucht gar nicht erst die Markierung von euch zu entfernen. Ich habe die Zielvorrichtung gerade außer Betrieb gesetzt. Dann haben wir genug von euch gehört. Dank diesem verfluchten Feind sind Gott, wir beide den Tod geweiht. Außer wir arbeiten zusammen. Ich kooperiere gerne. Ich wusste gleich, dass es besser ist, diesen Sith im Auge zu behalten. Widerwärtige kleine Kerle wie er führen immer etwas im Schilde. Er benutzt einen Bergbunker als Basis. Ich gebe euch die Koordinaten. Tötet ihn, wenn ihr könnt. Ich muss nur die Todessiegeltechnologie zerstören. Ich versuche, den Raumhafen zu erreichen und dem Todessiegel zu entgehen. Für den Fall.
Ey, gleichmäßige Sprünge, naja. Jetzt habe ich gehört. Meister Orgus, das Todessiegel wurde zerstört, aber ich wurde vorher markiert. Darth Angerals Schüler hat mich als Ziel ausgewählt. Ich bin auf dem Weg zu seinem Versteck. Wo seid ihr? Zu weit weg, um dir zu helfen. Ah, da habe ich auch in die Hüspringen drin. Die Wahrheit gesagt. Ich habe nicht den Schüler gesucht, sondern Darth Angral selbst. Ich habe gerade sein... Also, jetzt reicht's. Packt so ab in den Ohren, Alter. Ne? So, wo muss man denn hin? Gehen wir gleich wieder hoch zu... warte, jetzt mal überlegen. Zum Außen... zum Wachposten... Duval? Hier hinter? Alex? Ich gehe nach Hausterra. Meine ich doch. Oh, Stufe 2, ich dachte, ey. Oder nicht. Was heißt das? Warum? Die haben gewonnen, wenn die alle voll sind. Dann läuft eine Zeit ab und dann was? Wenn dann kriegen die, glaube ich, Boni oder Geschenke oder irgendwie so. Wenn du auf der Seite bist, oder was? Nee, du musst ja schon Einfluss nehmen. Wie Einfluss? Also würde Antworten geben und so weiter, oder was? Keine Ahnung, ich glaube, du musst galaktisches Kommando machen. Nee, du, das kann ich nicht. Ich hab den Level 70er. Nein, vorhin. Das ist hier so eine Sache, weißt du? Ah, das sieht aber so geil aus, dieses Bild. Ich sag's dir. Mit Lernten. Was? Eternal oder sowas? Throne? Nein, ich komme nicht mit rein. Ich verstehe nicht. Sollen wir sogar kämpfen? Warum wollt ihr das riskieren? Lotera, ohne Risiko kann es keinen Ruhm geben. Ein Risiko kann nur ohne Krieg vermieden werden. Doch das ist weder effektiv noch unterhaltsam, nicht wahr? Nein, ich schätze nicht. Ah, Jedi, willkommen zurück. General Vox und ich haben gerade unsere Strategie besprochen. Wir hatten keinen so stolzen Stand mehr seit der Gründung des Hauses und der ersten Allianz mit dem Haus Panther. Ich danke euch, Jedi. Die Jedi sind da, um zu dienen. Ihr habt unseren Dank. Lou Organa und meine Tochter Fasha machen sich in diesem Moment miteinander vertraut. Ich habe mit dem Rest des Hauses Teral gesprochen und die Entscheidung war einstimmig. Ihr seid unsere neue Delegierte. Meinen Glückwunsch. Nice. Das wollte ich doch. Mann. Wie gelange ich zu diesem Gipfeltreffen? Nun, diesbezüglich bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe die Daten, die unser letzter Delegierter benutzen sollte. Doch ich verstehe den Inhalt nicht. Ein paar Koordinaten und ein Datenstift. Es scheint, als müsstet ihr zu diesen Koordinaten und dort etwas mit dem Datenstift tun. Dann entschuldigt mich bitte. Ich muss sofort zum Gipfeltreffen aufbrechen. Nur einen Moment noch, Jedi. Wenn ich darf, wir würden euch gerne noch um eine Sache bitten. Das Haus Teral wird keinen Frieden finden, solange das Haus Ulgo existiert. Wenn ihr euren Einfluss als Jedi einsetzen und die anderen davon überzeugen könntet, das Haus Ulgo ein für alle Mal zu entmachten, würden wir unsere Dankbarkeit zeigen. Ich will nichts tun, was den Frieden gefährden könnte. Bitte, Jedi. Das Haus Teral hat jetzt Sicherheit. Doch was wir noch brauchen, ist Gerechtigkeit. Viel Glück bei den Verhandlungen. Ich hoffe, dass ihr Meisterin Sidoni findet und dass alles gut läuft. Das hoffe ich auch. Danke sehr und tschüss. So. An? Gehe zu den Koordinaten der Gipfelfähre. Ich bin auch schon weitergereist, ne? Weil hier hin muss, hier oben. Kommst du mal bitte zum Außenpass, wo ich bin? Weiß ich nicht, ob ich das mache. Bin mir noch nicht so sicher. Wachposten Huren oder Hure, keine Ahnung. Sorry, aber ich kann nicht lesen heute. Wachposten Duval.
Ich wusste es. Bist du aber gar nicht. Du musst aber hier hin, du Dulli. Koordinaten der Gipfelfehrungsfirma. Und wir gehen einfach zu meinem und zu deinem. Danke, weil wir gerade den waren. Komm, und machen wir noch eine schnelle Reise dahin. Oh, mein Hund ist halt bereit, Okay, geh weg. Nein, ich glaube, kann ich weiterspielen. Ja gut, die Schnellreise ist beendet. Wir sind beim Wachposten und ja, wir bedanken uns bei dieser dafür, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es zum Gipfeltreffen und zur Frau Sidone, Meisterin Sidone geht. Und eine Begegnung mit Lord. Ja, mal schauen, ne? Hier fährt wohl die alles klar. Alles klar. Haut rein, 47. Ciao. Ciao.